Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Max und heute gibt es ein kleines Video aus H1Z1. Ich habe mir das Spiel gekauft, ein Early Access Spiel, beziehungsweise wenn es dann später released wird, ist es Free to Play und einige werden wahrscheinlich jetzt sagen, was Alter, du hast Geld dafür ausgegeben, wo es doch irgendwann Free to Play ist. Ja, irgendwann wahrscheinlich, möglicherweise, wahrscheinlich sogar sehr, sehr wahrscheinlich. Ich habe dafür Geld ausgegeben, weil mich das Spiel interessiert, auch in dieser frühen Phase. Und ich bin gespannt darauf, was Sony hier aus diesem Zombie-Setup so macht. Ja, und bin jetzt hier mitten in der Walachei gestrandet, habe noch nichts dabei, außer eine Taschenlampe und zwei Fäuste. Und naja, da müssen wir mal gucken, was es hier so gibt. Ich war eben schon mal auf einem anderen Server. Das Vieh sieht irgendwie tot aus, ne? Hallo? Kann man da vielleicht einen Schnitzel sich schon raus? Nee. Hier schlurft wer? Da. Ein Zombie. Hey Zombie, was stehst du da im Baum? Also ist halt, wie gesagt, ein Early Access Spiel. Und das bedeutet, dass das Spiel auf keinen Fall fertig ist. Aber es gibt halt schon viele interessante Dinge, die hier eingebaut sind. Und die möchte ich mir angucken. Ja, scheinbar ist es hier auch nicht so schön vom Wetter her. Also die Grafik, ich sag mal so. Für ein Spiel mit großer Landschaft oder viel Landschaft bin ich auch bereit, Abstriche zu machen. Es sieht jetzt aber meiner Meinung nach nicht schlechter aus als ein DayZ, was jetzt auch nicht die neueste Engine benutzt. Und dies hier ist die Planetside Engine. Naja, und da bin ich halt einfach mal gespannt, wie das alles funktioniert, ob das überhaupt alles funktioniert. Es gab ja ein paar Startschwierigkeiten. Gestern zum Release wurde es nicht wirklich fertiggebracht, dass man auf die Server joinen konnte. Also Sony Online Entertainment hatte da wohl massive Probleme. Und naja, aber das ist doch eigentlich schön, ganz schön hier, oder? Das sieht doch schön aus. Na jedenfalls gab es einige Probleme, die Server zu joinen, oder es war halt gar nicht möglich. Und jetzt haben sie das aber hingekriegt. Also das finde ich ganz schön, dass man es zumindest schon mal ausprobieren kann. Hier gibt es irgendwelche komischen Linien im Himmel. Ist Early Access, also von daher. Ja, schön hier abends im Nebel am See. Fehlt eigentlich bloß ein Grill und da hinten das Schnitzel, was wir da gesehen hatten. Ich laufe mal weiter. Auf dem anderen Server hatte ich zumindest schon mal irgendwelche Gebäude gefunden. Weiß nicht, wie das hier ist. Licht an, Taschenlampe läuft. Das Problem bei diesen ganzen Spielen ist ja eigentlich... Wo geht, war hier nicht eben noch ein Weg? Da, der Weg... Ah, scheiße, Alter, der Weg, der versandet. Wo war ich stehen geblieben? Ach so. Ja, das Problem bei diesen Spielen ist ja meist, dass sie zu absoluten PvP spielen werden. Und das finde ich immer so schade, wenn dann eben auch Leute, die gerade erst anfangen zu spielen, hier direkt geschlachtet werden. Ja, hier geht's wieder zum See. Ja, fuck doch, ey. Scheiß. Kann ich hier... Use Campfire, los! Oh, das ist mein Inventar. Ah, hallo, guten Tag. Inventar. Airdrop-Ticket, aha, Event-Ticket, Crate-Key. Open Crate with Key. Habe ich? Macht er nicht.
Hey, ich hab gesagt, Open Crate with Key, Mann, Alter. Hier gibt es gar nichts an Zeug, Alter. Finde ich voll doof. Hallo? Hier vielleicht? Hallo? Search Desk. Ah. Desk. Im Desk ist nicht drin. Hm. Blöd. Search Desk. Hallo? Nix im Desk. Nicht mal irgendwie was Schönes. Hallo? Hey. How are you? Who are you? I'm in the building and try to find some things in the desks and other stuff, but I don't find any loot. Yeah, there's probably nothing here. Is this your car? Hello, I'm here. Up here. Hey, nothing up here? I don't find any stuff. There's nothing here. Okay. Ganz schön was los hier. Ja, die Zombies und das PvE-System scheint nicht wirklich gut zu funktionieren. Oh, jetzt. Hui. Nicht. Also scheinbar haben sie noch mehr Leute hergefunden. Und sie finden alle nichts. Kein Loot. Es ist dunkel und nicht sehr angenehm hier. Die Dusche. Ja. Hm. Ich würde sagen, das war erstmal mein kleiner Ausflug in die Early Access Alpha von H1Z1. Hier gibt es noch nicht wirklich viel zu holen. Vielleicht müssen sie da nochmal was checken, dass die Server noch nicht richtig laufen oder so. Ich weiß es nicht. Sollen wir mal ausprobieren. Der steht im Boden. Das Auto auch. Vielleicht ist in diesem Auto was drin. Der steht nämlich sehr gefährlich. Nö, auch nicht. Ja, also das klappt hier alles noch nicht so ganz gut und mal gucken. Ich werde mir erstmal hier so ein bisschen am Feuer aufwärmen und dann schauen wir mal. Ne?
Wenn ihr das auch spielt oder wenn ihr ein paar Fragen dazu habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, dann bitte auch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis dann.